Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Swings und die verfluchte Mumie. Ich habe lange nicht mehr aufgenommen, ich weiß echt nicht mehr, was ich tun musste. Ich guck mal lieber noch. Besiege alle Monster im kleinen... Habe ich das nicht schon gemacht? Hä? Habe ich die nicht alle schon getötet? Krankheit des Bürgermeisters holt die heilige Krone von Abydos. Okay. Hä, ich meine, ich habe die alle getötet, oder? Guten Tag, Herr. Ja, gut, danke für die Info. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein, also... Hä? Ich meine, ich hab die doch alle getötet. Ich bin mir nicht mehr. Kam nicht die Meldung? Du hast. Das war das letzte Monster im Kanal von Abydos irgendwie sowas im letzten Part? Ich meine mich damals sowas. Ich meine mich an sowas erinnern zu können. Macht auf, sage ich. Macht auf! Hier draußen warten schreckliche Bestien. Tut mir leid, mein Freund, aber wir können nicht riskieren, dass die Monster in die Ratskammer kommen. In die Ratskammern kommen, so, komm, Kammern, nicht Kammer. Und du bist auf dich allein gestellt. Boah, sind das nette Kollegen. Boah, sind die geil. Jo, und letzte Zeit kamen ziemlich unregelmäßig Videos aus dem Grund, ich war sehr oft weg und hatte einiges anderes zu tun, als aufzunehmen. Es tut mir schon leid, schrecklich leid, dass so wenig kam, aber ich meine, es kam irgendwie jeden zweiten Tag kam ein Video. Also, es war nicht komplett ohne, sagen wir es mal so. Also, ein bisschen was hattet ihr schon. Aua! Die hauen richtig rein, die Dinger. Krasser Müll. Ne, dich will ich jetzt nicht fangen. Jetzt habe ich Angst vor euch. Gib mir Angst, danke. So. Was? Wow! Ich hatte gar keine Fangkäfer mehr, was? Och, Manno. Hier unten gibt es auch so einen kleinen Special. Special Up so, also hier unten. Erstmal, man sollte vor diesen Fischen gewaltig aufpassen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon an denen gestorben bin. So richtig asozial einfach nur. Also hier unten gibt es so ein kleines Special, an dem man... Diese Lampen, die da oben hängen, ich weiß nicht, ob das Lampen darstellen sollen, aber ich denke mal, das sind Lampen. Indem man die einfach schlägt, indem man hier was Wasser springt und zack macht und... Ja, das sind halt drei Stück, wer hätte es gedacht, magische Zahl 3 und so, ne? Also alle drei anhalten, dann erscheint oben eine Kiste, die wir auf jeden Fall noch brauchen werden, aus dem Grund, ja, da ist jetzt was Wichtiges drin, was wir halt brauchen, so. Ist ganz einfach zu sagen. Und ganz kurz. Hoch. Okay, alles synchron. Da, lalala, und da ist nämlich drinne ein Ornamentschlüssel. Den brauchen wir jetzt hier drinne. Den brauchen wir da drinne. Was machen wir mit dem Ornamentschlüssel richtig? Den irgendwo einsetzen. Und wer hätte es gedacht? Wir müssen ihn jetzt irgendwo einsetzen. Hätte ich niemals mit gerechnet, um ehrlich zu sein. Sprung. Okay, ist ein Grotesk bestanden. Ja, ich rede einfach mal ein bisschen mit den Kerlen hier rum. Stör mich nicht, während ich im Dienst bin, Fremder. Okay, dann okay. Und du hast mir zu sagen, stör mich nicht, während ich im Dienst bin, Fremder. Seid ihr irgendwie Zwillinge? Ihr seht nicht nur gleich aus, ihr redet doch das Gleiche. Ich denke immer noch an diese furchtbaren Bestien. Was, wenn sie in die Ratskammer eingedrungen wären? Ja, das ist eine Frage. Was wäre, wenn sie hereingekommen wären? Was wäre dann passiert? Wäre dann der Bürgermeister gestorben? Hätte er überlebt? Man weiß es nicht. Das ist aber echt eine interessante Frage. Also hier bräuchten wir den Ornamentschlüssel. Das machen wir jetzt auch schnell, ganz ehrlich. Also ich frage mich echt, was so... Dass man... Was passiert wäre, wenn man etwas nicht gemacht hätte? Also es wäre irgendwie schon ziemlich geil gewesen, in dem Spiel so Entscheidungsmöglichkeiten zu haben. Beispielsweise hier entweder den Bürgermeister retten oder sterben lassen. Zum Beispiel jetzt. Es klingt zwar hart, aber... Ne, oder halt hier die Monster vor der Ratskammer töten in einer bestimmten Zeit oder man hat zwei Kanten, die laufen rein und dann ist die Story anders als sonst. Also es wäre eigentlich interessant gewesen. Du hast mir zu sagen, das Wohl... Was? Das Wohl des Rates sollte immer an erster Stelle stehen. Für derart egoistische Taten gibt es hier keinen Anlass. Okay, interessant, ausgezeichnet. Jo, jetzt bin ich einmal rum. Hier ist eine Speicherstatue, die nutze ich direkt mal. Man kann die... Bist du der von eben? Vielen Dank für deine Befreiung von diesen schrecklichen Monstern und auf...
Und für meine Rettung. Ich dachte, der Ärger wäre vorbei gewesen, als wir die elektrischen Aale besiegt hätten. Benimm das Atunauge als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich bestehe darauf. Warte! Ein solcher Status sollte immer von anderen festgestellt werden, was? Also festgelegt werden, meinst du nicht auch? Hä, hat er gesagt, die Aale wären besiegt worden? Oder hab ich das gerade missverstanden? Wenn ja, das wäre voll geil, hier rumschwimmen zu können irgendwie. Oder auch, dass es wirklich dann irgendwie so eine storylastige Sache gibt, wo man dann irgendwie machen kann, dass beispielsweise die Aale weg sind, dass man dann rumschwimmen kann und was weiß ich nicht alles. Das wäre auch voll geil. Ach, welche Tragödie. Der Bürgermeister liegt im Sterben. Wir dürfen nicht zögern. Ja, danke. Ja, ein Nachfolger soll sofort gewählt werden. Und ihm soll die heilige Krone von Abydos übergeben werden. Also, eine Text war zu schnell weg, tut mir leid. Ich fürchte, wir haben eine Krise hier in den Ratskammern. Der Bürgermeister leidet an einer rätselhaften Krankheit. Nie zuvor habe ich etwas Vergleichbares gesehen. Ich brauche 5 Heilkräuter, um ein Heilmittel zu zubereiten. Aber ich muss hier bleiben und aufpassen, dass sich sein Zustand nicht verschlechtert. Bitte bring die Notiz an zu Clement, dem Erfinder. Er soll dir helfen. Er sollte dir helfen können, die Heilkräuter aufzuspüren. Du musst dich beeilen. Dem Bürgermeister bleibt nicht viel Zeit. Du hast nun die Notiz des Arztes. Sie ist an Kemet, den Erfinder, adressiert, der in Abydos kann, der im Abi, der im, am Abydos-Kanal lebt. So, boah. Ich bin wieder voll Balle. So wie immer eigentlich beim Aufnehmen. Also, das ist nichts Neues mehr. Und ich hoffe einfach so hart, dass ich das Spiel nie wieder aufhänge, weil, boah, das war einfach schlimm. Also, mir ging das auch im Sack, dass ich es noch einmal aufgegangen hat, durch der Neustart durfte, Neustart und Neustart, dann auf nochmal aus und dann Neustart und dann hat es geklappt, bla. So richtig langes Hin- und Hergedöns. Das war voll überflüssig eigentlich. Aber es musste ja irgendwie sein, weil sonst hätte ich nicht weitermachen können. Also, ja. Obwohl die 5 Heilkräuter sind. Ach du Scheiße. Überbringen Clement die Notiz des Arztes, bla bla bla. Hä? Ach, boah, ich bin nicht hoch. Ich muss doch mit diesem einen Wachmann da vor der Tür sprechen, der ganz am Anfang steht, nicht der jetzt hier links ist, sondern der ganz am Anfang steht, dem wir auch diesen Notizzettel-Gedöns, Einladungsbrief. Nee. Doch, Einladungsbrief. Ich weiß nicht. Dieses Visum, genau, Visum für Abydos. Das müssen wir dem ja geben und ich glaube, dem müssen wir jetzt sagen, dass wir den Kanal gereinigt haben und dann sollten wir auch irgendwie eine Aufgabe kriegen. Oder nicht Aufgabe, sondern eine Belohnung. Und ja. Wir müssen jetzt auch. Natürlich müssen wir jetzt auch zum Kanal von Abydos. Der ist ja gleich hier links. So, ja, du kannst dich auch bitte schneller umdrehen. Sehr schön. Du hast den ganzen Kanal gesäubert. Gute Arbeit, mein Freund. Hier ist das Portal-Amulett. Ich hoffe, du kannst es besser gebrauchen als ich. Du kannst nun das Heliopolis-Amulett. Achso, du hast nun das Heliopolis. Ein eingearbeitetes Symbol auf dem antiken Artefakt. Nee, die eingearbeiteten Symbole auf dem antiken Artefakt weisen auf den Transport nach Heliopolis hin. Ja, wir können damit nach Heliopolis reisen und kommen dahin, wo sich das Spiel auf einmal aufgehangen hat im letzten Part. Oder vorletzter Part, sorry, keine Ahnung, wann genau das war auch. Okay, hier war der Kerl doch nicht. Egal, hier nehme ich jetzt die Kohle. Also, ja, zu dem Sonnenschrein-Tempel könnten wir dann hinreisen, Theorie. Wow. Wow. Mein bisschen Respekt für mich selbst. Könnten wir dann theoretisch hinreisen? Wovor ich aber irgendwie schon Angst habe. Man kann ja nie wissen, was passiert. Weil im letzten Part ist es ja dann auch einmal abgeschmiert. Also in der letzten Aufnahme sage ich lieber so. Ich weiß nicht, ob es letzter Part war. Sage ich lieber letzte Aufnahme. Also da ist sie abgeschmiert. Dann ging halt gar nichts mehr. Und ja. Das ist der Kerl, den wir brauchen. Aber machen wir das mal so. Versuchen hier. Obwohl, warte. Okay, das ist der Kerl, also doch, okay. Endlich jemand mit offiziellem Auftrag. Ist diese Notiz für mich? Woher weiß er, dass wir einen offiziellen Auftrag haben und eine Notiz für ihn? Woher weiß er, das steht uns doch auf der Brust geschrieben, oder wie ist das? Aber ja, trotzdem ist es für dich. Ah, sehr gut, lass mal sehen.
Oh je, das sind keine guten Neuigkeiten. Heilkräuter. Sie wachsen im Gebiet. Sie wachsen im Gebiet um Abydos. Aber sie gehen schnell ein, wenn man sie pflückt. Was du brauchst, ist ein Medizinbeutel, um sie frisch zu halten. Ich fürchte, so einen habe ich, also habe ich hier nicht. Aber vielleicht könnte dir das hier helfen, obwohl ich nicht weiß, wofür es gut ist. Vielleicht kannst du etwas Licht in die Angelegenheit bringen. Natürlich kriegen wir eine Urne, und das heißt natürlich jetzt auch, die Mumie bringt uns irgendwo aus dem Palast von Uruk eine wunderschöne, ein wunderschönen Medizinbeutel. Ja, das ist doch jetzt wieder actionreich. Jetzt haben wir wieder Mumienspaß. Das ist cool. Freut mich. Das Problem ist jetzt, wenn ich... ich weiß nicht, ob das so gut ist. 7 Minuten? Ich sollte ein bisschen was schaffen. Mal gucken. So, der wunderschöne Palast von Uruk. Sternschnuppen fallen überall. Die Sonne scheint. Wunderschön. Ihr dürft euch übrigens was wünschen, aber ein Sternschnuppen, ne? Ja, spring halt mal rum. Ja, hab halt Arschkrämpfe. Ja, es ist ein Eidrin hier im Palast. Da! Was? Das ist unmöglich. Der Palast wird doch von dem Strahl geschützt. Sollte er. Aber irgendwas stimmt nicht. Jemand hat einen Weg in den Palast gefunden. Ach, wahrscheinlich ein Uruk-Kid. Einer der Ureinwohner von Uruk. Nichts, worüber man sich Sorgen machen sollte. Wir haben fast alle ausgelöscht, aber einige streuen noch im Palast umher und müssen besiegt werden. Ja, Herr, ich habe bereits die entsprechenden Maßnahmen ergriffen. Die Uruk-Kid benutzen vermutlich das alte Netzwerk aus Fluren und Palast. Ich habe eine neue Fallenart erfunden. Wir haben sie an einigen Gefangenen ausprobiert. Sehr erfolgreich übrigens. Erlauben mir, sie an diese Wache zu demonstrieren. Wschum. Das Wschum war zu früh, merke ich übrigens. Also, ne? Wunderbar. Penis. Eine wahrlich köstliche Art, unsere Gäste zu begrüßen. Ich habe nicht weniger von dir erwartet. Ja, das war jetzt echt sehr krank. Also, ja. Okay, ich habe nichts dazu. Das ist auch wieder unser wunderschöner unser wunderschöner Korb. Bleiben wir dabei. Mit einer wunderschönen Urne und der wunderschönen Mumie. Hallo, mein Freund. Ah, diese Urne hat ein wenig Farbe auf deine Wangen gebracht. Vergeude nun keine Zeit mehr. Erforsche den Palast und finde heraus, was du kannst. Auf bald und viel Glück. Ja, das war eine nette Begrüßung, ein netter Abschied. Wir sind auf uns allein gestellt. Wir gehen erstmal speichern. Denn 4 Minuten haben wir nur noch. Das heißt, der Part sollte jetzt 14 Minuten haben. Ich will den Part jetzt nicht so übel kurz halten, weil 14 Minuten... Ich habe nichts geschafft irgendwie. Also ich habe ja wirklich nichts geschafft jetzt. Ich kann das jetzt nicht beenden, sorry. Das wird jetzt halt so langwierig noch. Auf jeden Fall, da war irgendwas, was wir jetzt herausfinden müssen. Scheinbar müssen wir da hin. Wow. Also wenn das so weitergeht, dann schaffen wir nichts mehr in diesem Part. So, okay. Passiert aber nicht. Passiert nicht nochmal. Ich bin nämlich cool. Ich bin so ein One-Sider. Bei mir passiert sowas nur einmal. So viel zum Thema. Ja, also, ich mache das übrigens auch nicht extra, ne? Also, ich bin gerade wirklich so hohl. Das habe ich schon mal. Ich habe manchmal so meine Phasen, wo ich voll hohl bin und nichts auf die Kette kriege. Boah, Mumie! So, perfekt. So. Ja? Jawohl. Hallo, Pirschen. Hallo, Pfirsich. Pfirsich, Mensch. Danke. Ja, Pfirsich, Mensch, weil Pirschen, Pfirsich und so, ne?
Hört sich fast gleich an. Jetzt sind wir ein Vogel, natürlich. Wir können mit den Flügeln schlagen. Natürlich hat er die neueste Technologie direkt in seinem Tempel angewendet. Und naja, was jetzt auf uns zukommt, das kann kompliziert wirken. Das kann wirklich sehr kompliziert wirken. Man muss mit dem Vogel hier rumfliegen und dann da was aktivieren, dann wieder auf der anderen Seite was. Also, das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, das ist mal was Neues, sagen wir es mal so. Da muss man ein paar Türen öffnen, also dann kommt man da auch durch und dann hat man gewonnen. Und hier wird man wieder verzaubert. Wunderschön. Nein, du machst mich nicht zurück, oder? Nö, okay, dann nicht. Kann ich da durchfliegen? Kann ich da drauf landen? Okay. Okay. Ach so, wenn er länger fällt, dann macht er das automatisch. Cool, das ist selbst für mich neu. Also man lernt echt nie aus. Also dieser Move von dem Vogel gerade an dem Käfig, das war krass irgendwie. Also habe ich auch noch nie so gesehen in dieser Aktion, aber kann man ja mal machen, sage ich mal so. Also warum nicht, ne? So, jetzt ist offen. Ja, scheinbar hier hoch. Oh mein Gott. Ey, die kann nicht so hoch springen. Das finde ich einfach geil. Mein Controller macht Faxen. Das kann ich gegen die voll ansteuern. Ich glaube, ich sollte ihn neu einstecken. Aber ich versuch's jetzt. Ich versuch's jetzt. Okay, einmal noch drehen und nochmal drehen und. Oh mein Gott. ja, also. Boah, ich finde das gerade cool. ja, also mit diesem wunderschönen Bild, der Part ist jetzt gleich zu Ende, da würde ich einfach sagen, hat jetzt gerade fast 18 Minuten, aber das ist voll egal, ich müsste jetzt eh den Controller neu reinmachen und so. Ja, ich würde mit diesem wundervollen Bild einfach mal sagen, das war's mit dem Part, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder und ja, haut rein, Leute, bis dann und ciao, ciao. Boah, das ist geil.